Schieß jetzt. Kurz ausgeruht. Vielleicht musst du ja mal. Muss ich ihn auch gleich Gassi führen hier? Zuerst den Weg erschnüffeln. Hey. Was hat denn der vor? Hat auf halbem Wege bemerkt, dass er in der falschen Richtung unterwegs ist. Der Kaiserliche. Oder hat sich so vom Hund erschreckt. Hat noch nie einen Hund gesehen. Wird er sich erst erschrecken, wenn er sieht, dass er spricht? Nee, nicht hinsetzen. Ist es noch weit? Ah, da sind die. Ja, die Anomalien von vorhin. Der rennt hier rum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Wir da nicht schnell reisen können. Wahrscheinlich nicht. Da, wo wir hin müssen, das habe ich bestimmt noch nicht entdeckt. Jetzt rennt er wieder in die Richtung. Barbapapa. Wo ist der Hund hin? Da drin. Wow. Schön wehrhaft. Moment. Das nehme ich auch mit. Schon, dass ich den Hund nicht aus den Augen verliere, da. Mensch, Meier! Jetzt sind wir wieder da. Mensch, ich treffe halt überhaupt nichts. Absolut sicherstellen, dass ich den Hund nicht treffe. Wer weiß, was passiert. Ja, da ist zu, gell? Also was jetzt? Schnüffel? Er schnüffelt. Ja, mich brauchst du nicht anschauen. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Da rein? Nein, da ist er zu. Oh. So ein doofer Hund. Aufschließen. Ach so, ich soll für dich aufschließen. Mensch, jetzt schnall ich's erst. Das hättest du aber auch sagen können, dann kannst du eh sprechen. Gott, jetzt habe ich ihn eingeschlossen. Nee. Aha. So geht's auch. Ja, ich bin ein bisschen schwer vom Begriff. Hey, ich höre noch einen Hund. Hm?
bellt ganz leise. Vielleicht weil Nacht ist. Mensch, hätte der nicht von Anfang an laufen können. Hoffentlich sind wir bald da, Mensch. Ah, jetzt läuft er, schau. Die Vorfreude. Ich nehme mal an, da geht's lang. Wow, schau, wie das auf einmal flott geht. Ich würde ja immer vorauslaufen, aber ich weiß ja nicht, wo es lang geht. Da lang? Sieht fast so aus. Da geht's runter. Und da ist ja nichts. Hemas Schande. Hey, da waren wir ja schon drin. Das als aktiven Quest setzen. So. In Hemas Höhle waren wir schon drinnen. Oh Gott, wenn ich das gewusst hätte. Da ist er. Hallo? Wer ist da? Das ist unser Hündchen. Bestie. Ist ein bisschen übertrieben, oder? Eine Falle. Hier. Bestie ist vielleicht etwas übertrieben. Ja. Da geht's lang. Au. Mensch. Er hängt fest. Lass mich vorbei, dummer Hund. Oh Gott, er glitscht aus. Ich muss mit ihm reden? Nee. Das ist nur eine Projektion gewesen. Ein Dietrich, na, no. Besser als nichts. Oh, steckt ein Pfeil im Hund. Moment. Truhe. Stahlrüstung. Und Siegelstein. Wertlose Bücher und ein Sarg. Stehe. Ja, da geht's lang, oder? Täusche ich mich. Ich habe kein gutes Hallo? Gefühl bei dieser Sache. Wer ist da? Was? Hab ich euch. Vampir 1. Einer. Nee, das ist ein. Vampir-Diener. Ist das gar kein Vampir selbst? Die schreien vielleicht. Zaubertränke geschnappt.
Wow, ist der riesig. Hast du den riesigen Zaubertrank gesehen? Kann ich ja gar nicht einstecken. Ah! Mensch, jetzt haben wir schon 53 Dietricher. Des starken Knappen. Uah. Fertig hat leichte Rüstung. Nee. Nix für mich. Geht's. Okay. Da lang. Genau, da waren wir drinnen und dann sind wir wieder umgedreht, weil ich schon die Vorahnung hatte, dass hier ein Quest auf mich wartet. Eine Spinne. Da, das ist so ein Fall, wo mir die Killcam den Kill versemmelt hat. Mal hätte ich es geschafft. Aber durch die Killcam hat er nach unten gezielt und mein Feuerzauber ist in den Boden gegangen. Naja. Trotzdem. Killcams sind cool. Geist von Nieren. Ist da ein Quest versteckt? Nee. Ich weiß noch, dass von Redorans Zuflucht oder was da. Wenn man das Buch liest, kriegt man automatisch den Quest. Was war ein netter Abschiedsstöhner. Hey, der Hund hat nicht auf uns gewartet. Oh, er kämpft gerade. Habe ich jetzt wirklich daneben geschossen? Was ist der beim Meister? Der Meister wäre tot. Au! Blutiger Vampir. Ey, der hat sich unsichtbar gemacht. Ich wollte eigentlich auch jemanden wiederbeleben. Aber, ich habe schon wieder vergessen. Schauen wir mal. 200 mal. Okay. Zwergenstreitaxt. Boah, und auf einen Aschehaufen. Eine Hühnerhaxe, Pferdefleisch. Und der Vampirmeister hat nix. Da liegt noch ein Aschehaufen. Gold. Okay. Schauen wir mal. Schrein des Klavikus Wiele. Fürst Wiele, ich habe eine Bitte an euch. Tragt euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Ein großes. Gleich vor euch hier. Ich bin hier, um euch mit Barbas zu vereinen. Mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Blöd. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken. Aha. Nun, vielleicht also doch. Gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Ist mir eigentlich wurscht. Es gibt eine Axt.
Eine unglaublich mächtige Axt. Aha, jetzt muss ich noch eine Axt holen. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine harten, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Ralf-Felsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Nicht schon wieder. Ich hoffe, die ist gleich ums Eck. Hey Barbas. Welche Geschichte steckt hinter der Axtereihe? Einer von Clavicos kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsine verehrte. Hirsine? Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Zu einem Namen? Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Nette Geschichte. Gut, dann gehen wir halt. Erst schaue ich noch, was in der Truhe ist. Bissl was. Geht der auf? Beschafft ihr mit Barbaras Hilfe die Axt der Reue? Wo ist die? Die ist ja... Da ist ja gar nichts. Scheiße. Da ist absolut nichts hier. Oh Gott. Aber wirklich absolut nichts. Da muss ich von Volkuntur hin. Na, da können wir gleich Einsamkeit entdecken. Aber da geht man nicht rein, weil da gibt es sicher wieder 100 Quests. Ich will mal die abschließen, die ich bereits habe. Ah! Der Hund hat mich runtergeschubst. Gott sei Dank habe ich das überlebt. Ah! Schnüffel nicht! Schnüffelt an mir. Ah! Geh mir vom Leib. Bleib mir vom. Ups! Oh oh! Besser gesagt. Ich habe da eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, der greift mich nicht von alleine an. Nee. Der zieht ja seine Runden. Wahrscheinlich schon seit Stunden. Hey, da reitet einer. Seid ihr? Hallo? Der redet nicht mit jedem. Ja, ich glaube, jetzt werde ich nicht schnell reisen können. Weil... Soll ich ihn hin zum Lehrlingstein? Ja, zum Lehrlingstein. Der Drache hat gar nicht aufs Feind gezählt hier. Na gut, dann geht's auf. Um die Axt zu holen, besser gesagt.